Kiddies, hey, herzlich willkommen zu Bellycon Live. Heute gehen wir Skifahren auf die Piste. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ja, Ski und Snowboard. Ich wusste nicht, was euch besser gefällt, also habe ich einfach beides mit reingepackt. Schnappt euch mal schnell das Bellycon von euren Eltern. Etwas zu trinken, Stoppersocken unbedingt oder Turnschuhe, das könnt ihr euch aussuchen. Und dann legen wir gleich los mit einem Warm-up. Hier ist es nämlich ziemlich kalt, ja? Und so ist es beim Skifahren, heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen aufwärmen, okay? Erstmal kommt ihr hier mit euren Skiern über der Schulter in ein kleines Marching, okay? So, wir laufen erstmal ein bisschen vom Parkplatz Richtung Lift. So, ist ein kleines Stück, macht nichts. Wir haben hier zwei Füße und mit denen gehen wir Richtung Lift, okay? Wir haben noch ein paar Meter hier für 8. Sehr gut, komm, hebt mal die Knie an. Eure Skier habt ihr hier oder euer Snowboard, egal. Sucht es euch aus. So, jetzt die letzten noch. 4 mehr. Knie hoch, 3 noch. 4, 2 noch. Okay. Und mal locker. So, die Skier stecken wir mal in den Schnee oder das Snowboard auf den Boden. Kreisen hier mal die Schultern. Ja, locker. Machen wir uns erstmal ein bisschen warm im Schultergürtel. Brauchen wir auch zum Skifahren, richtig? Okay, noch 4, nach hinten kreisen. So, und mal nach vorne hier. Große Kreise nach vorne. Aus den Schultern. Euren Bauchnabel zieht ihr mal Richtung Rücken. Eure Knie sind soft gebeugt. Wir haben noch 8 mehr. 8 noch. Yes, für 7. Eure letzten. Noch 4, 3, 2. Dann bringt ihr mal eure Arme zur Seite hier. Push. Push. Stellt euch mal vor, ihr schiebt hier eine Wand weg. Sehr gut. Schultern tief. Noch 8 mehr. Pam, pam. 7. Sehr gut. Knie sind immer noch leicht gebeugt. Auf eurem Bellycon stabiler Stand. Wir haben noch 4 mehr. Sehr gut. 3 noch. Für 2. Und 1 haben wir noch. Und wir bleiben hier mal in der Mitte. Locker nochmal aus. Kleine marschierende Bewegungen. So, der Oberkörper ist schon mal gut aufgewärmt, richtig? Beine müssen noch. Die müssen nämlich auch ein bisschen was tun beim Skifahren. Heißt, wir wärmen mal noch unsere Beine auf. Knie, Hüftgelenke haben wir und unten die Sprunggelenke. Okay? So, mal kleine schnelle Triplings hier. Schau mal hier. Ganz kleine schnelle. Okay, Oberkörper bleibt gerade. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule fixiert. Und kleine Triplings hier auf eurem Bellycon. Ja, macht mal die Beine warm. Wir steigen gleich in Lift ein, wenn wir warm sind. Okay, atmet gleichmäßig. So, der gleiche Schritt geht auch mal eng. Hier, kleine im Zentrum eures Schwungtuchs. Yes, Kiddies, Knie hoch. Ganz schnelle Füße. Atmet. 4 noch. Sehr gut. 3 noch. 4. 2 noch. So, öffnet eure Beine wieder. Und drückt mal den Popo. Tief. Und hoch. Das ist eine Kniebeuge. Heißt, ihr schiebt mal euren Popo nach hinten. Euer Rücken bleibt lang. Yes. Hier. Tief und hoch. Da wärmen wir unsere Kniegelenke auf, unsere Hüftgelenke, unsere Sprunggelenke. Machen wir noch 8 mal. 8 noch. Sehr gut. 7. Atmet. 6. Die letzten 4 noch. Und das ist alles viel anstrengender als auf dem Boden, richtig? Weil ihr ein Bellycon, weil ihr ein kleines Mini-Trampolin unter euch habt. Da müsst ihr viel mehr stabilisieren. So, dann kommen wir mal mit der Hand. Tief. Hoch. Andere Hand. Tief. Hoch. Tief. Mach dich lang nach oben. So. Wir sind gleich warm. Dann geht's ab in Lift. Richtig? So, 2 noch nach oben. Machen wir noch mal ganz kleine Triplings, die letzte. Letzte kleine Triplings hier. Puh, atmet mal. Yes, richtig gut. Komm, bleib bei mir. 4 noch. 4, 3 noch. Die letzten 2. So, und locker hier. Schwingt mal. Ihr dürft was trinken. Wir sind am Lift angekommen. Und wir setzen uns erstmal in den Lift und fahren erstmal auf den Berg. Heißt,
setzt euch mal hier in den Lift, okay? Eure Beine, lasst in der Luft mal hängen. Euren Oberkörper lehnt ihr nach hinten. Macht euch mal ganz bequem im Lift. So, die Arme sind aus und ihr seid hier erstmal im Lift. Es geht 30 Sekunden mit dem Lift nach oben auf den Berg. Ihr haltet hier, schaut mal, dass euer Rücken ganz schön gerade ist. Beide sind in der Luft, ihr lehnt euch bequem nach hinten. Und ihr merkt schon, mein Bauch muss hier ein bisschen arbeiten. Genau, das ist eine Bauchübung. So. Und ihr haltet noch, wir sind gleich oben angekommen auf dem Berg. Schauen wir mal, die letzten Meter. Noch 4, 3, 2. So, kommt mal in den Stand. Schnappt euch nochmal euer Snowboard, eure Skier. Auf die Schulter und wir marschieren mal vom Lift Richtung Piste. Okay, nochmal marching, aber diesmal ein bisschen größer hier. So, wir marschieren Richtung Piste. Hier haben wir unsere Skier. Atmet gleichmäßig. So, zieht mal eure Knie schön nach oben. Wir sind ja im Schnee. Heißt, wir müssen hier die Schritte ein bisschen größer machen, richtig? Ja, ganz schön anstrengend. Hier mit den Skischuhen. Okay, eure letzten Meter, bevor es gleich losgeht, in die erste Abfahrt. Und mal locker, okay. Wir schnallen uns mal schnell die Skier an. Klick, 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 klick. Schließen wir unsere Füße. So, wir starten mit der Piste erstmal. Kleine Kurven, okay? Heißt, eure Füße sind geschlossen und wir gehen hier in kleine Kurven. Hier, kleine Skikurven. Sehr gut. Der Berg runter. Ab geht's, Abfahrt. Erstmal kleine Kurven. So, ihr atmet und bleibt bei mir. Gleich haben wir die erste Runde am Berg geschafft. Zumindest die Hälfte vom Berg. Okay, 4 Meter noch, 3 Meter noch, 2 Meter noch und mal locker. So, wir brauchen plötzlich eine Pause. Zweite Hälfte vom Berg fahren wir im Schuss nach unten, okay? Halt, schnappt eure Skischöcke, setzt euch zurück, Knie beugen. So, los geht's hier, Schuss runter und komm, hebt mal eure Füße ab vom Trampolin. Atmet gleichmäßig. Schuss, bergab. Wir haben gleich den ersten Berg geschafft. So, Rücken gerade, ihr haltet eure Skistöcke. Bleibt bei mir. So, zieht mit. Wir sind gleich unten angekommen. Die letzten Meter hier. 4 noch, 3 Meter noch und 2 Meter und mal locker. Yes, erster Berg geschafft. Machen wir noch mal eine Runde. Klar, wir fahren noch einmal nach oben, okay? Ja, so, Skier wieder ab. Legt eure Skier mal neben euch wieder in den Lift. Wir setzen uns hin und sind wieder im Lift. So, alles noch einmal von vorne. Okay, eine Runde Ski noch, okay? Wieder gemütlich hinsetzen, Knie nach oben. Lehnt euch wieder in euren Sitz, in euren Sessellift nach hinten und haltet hier. Geht der 30 Sekunden den Berg hoch im Lift. Okay, richtig gut. Und wir stimmen uns schon mal ein für die nächste Abfahrt. Wir machen den gleichen Berg jetzt nochmal, okay? So, kommt, bleibt bei mir. Hier, euer Bauch ist fest, eure Schultern tief und euer Rücken ist lang. Ganz gemütlich. So, wir sind oben angekommen. Stellt euch hin, schnappt euch wieder eure Skier. So, auf die Schulter. Ihr wisst, was kommt. Wir müssen wieder Richtung Piste marschieren. Ein paar Meter haben wir hier zu Fuß. Alternierend heben wir unsere Knie mit einem kleinen Bounce prepare auf den Bellycon. Okay, jetzt kommen wir. So, wir marschieren wieder Richtung Piste. Haltet eure Skier gut fest. Yes. Seid ihr bereit vielleicht für die zweite Abfahrt? Ich bin es. Ich habe so Lust. So, komm, Knie hoch. Okay, wir sind gleich bei der Abfahrt angekommen. Okay, wir haben noch 4 Meter hier, noch 3 Meter, noch 2 Meter und nehmt mal eure Schuhe auf den Boden, nochmal rein mit den Füßen in die Skier. Schnappt eure Skischöcke, erste Runde wieder, kleine Kurvenzahlung, Rücken ist lang, lehnt euch nach vorne, schließt eure Knie, da rechts hin. Wir fahren
den halben Berg wieder im Slalom. Okay? Ja, jetzt fühle ich hier kleine Kurven und ihr atmet. Sehr gut. Atmet hier weiter. Wir haben gleich die erste Hälfte vom Berg geschafft. Knie, Füße zusammen. Noch 4 Meter. 3 Meter. 2 Meter. Und ganz locker. Puh, das war anstrengend. Kleine Pause. Die letzten Meter im Schuss. Schnappt euch wieder eure Stöcke. Lehnt euch nach vorne. Setzt euch mit dem Popo nach hinten. So, los geht's. Den Berg runter. Yes. Die letzten Meter hier auf den Skiern. Wer hat denn von euch Bock, gleich mal eine Runde Snowboard zu fahren? Ich total. Machen wir gleich. Wir haben aber jetzt noch die letzten Meter im Schuss. Popo bleibt schön tief, Oberkörper bleibt vorne. Wir wollen ja ein bisschen Tempo hier. Richtig? Noch 4, 3, 2. Yes! Wir haben 2 Berge auf den Skiern geschafft. So, es geht gleich ans Snowboard. Die Skier packen wir aus. Die packen wir mal weg. Und wir nehmen gleich mal unser Snowboard. So, machen uns noch mal kurz stimmungsmäßig warm für Snowboard. Kleine Schnelle. Yay. So, komm, schimmelt hier mal noch. Huhu. Atmet. Gehen wir gleich aufs Brett. Ja. Dazu steigen wir aber erstmal gleich hier in den Lift. Müssen natürlich auch auf den Berg. Okay, wir nehmen aber diesmal einen anderen Berg. So. Kommt mal locker ins Jogging hier. So, Knie hoch. Atmet hier. Macht es bereit für die erste Border-Runde. Good. So, die letzten Meter. Wir sind gleich am Lift. Noch 8 mehr. 8 noch. 7. 6. Allerletzten 4 noch. 4 noch. 3 noch. Sehr gut. 2 noch. Und mal locker. Schnappt euch euer Board. Hier haben wir es. Ab in den Lift. Und wir gehen in unsere sitzende Position im Lift. Und fahren wieder den Berg hinauf. So. Ihr wisst noch, wie es geht? Natürlich. Eure Beine hoch. Lehnt euch wieder rückwärts in den Sessellift. Easy peasy. Schultern tief. Bauchnabel bleibt fest. Ab geht's auf den Berg. 30 Sekunden. Geht's hier hoch auf die erste Borderpiste. Hammer. So, ihr bleibt hier mit mir zusammen. Und wir haben schon die Hälfte Strecke im Lift geschafft. Okay. So, bleibt dabei. Die letzten Sekunden. 4 Meter noch. 3 Meter noch im Lift. 2 Meter noch im Lift. Und mal locker. Sehr gut. Stellt euch wieder hin. Schnappt euch euer Brett auf den Boden. Schnallen wir an. So, dreht euch mal hier so ein bisschen in die Border-Position. Popoti. Es geht los. Und von hier schwingt ihr in das Bellycon. Sehr gut. Schaut mal hier, ruppelige Piste mit dem Snowboard. Die ganze Fußsohle hat Belastung auf euer Mini-Trampolin, was ja eigentlich gerade Snowboard ist, richtig? Popo ist schön tief und schwingt hier mit mir. Ihr habt gleich die erste Phase vom Berg geschafft. Noch 4 Meter. 3 noch. Sehr gut. 2 Meter noch. Und mal locker. Oh, kommt mal nach oben. Schüttelt mal eure Beine auf. Ganz schön anstrengend. So, Achtung, unser Brett ist noch dran, heiß. Kleiner Sprung, dreht euch mal in der Luft. Popo wieder tief. Zweite Runde Berg hier. Sehr gut. Eure Wirbelsäule ist ganz gerade, eure Schultern tief. Und wir bohren hier mal. So, nehmt mal die Arme mit. Yes. So, komm, Arme gehen mit. Streckt die mal zur Seite. Ihr habt es gleich geschafft. Letzte Runde hier. Für 4 noch. Noch 3 mehr. Sehr gut. 2 noch. Und mal. Komm wieder nach oben. Locker mal.
So. Und wir gehen mal in einen kleinen Skatepark. Heißt, ihr bleibt hier auf eurem Snowboard und auf mein Kommando dreht ihr euch. Schau mal. So, auf mein Kommando. Jetzt. Ha. Okay, sehr gut. Und drive hier. Ha. Okay, wir drehen uns einmal in der Luft. Jetzt. Hier. Ha. Sehr gut. Nochmal. Ha. Und hier schön bouncen auf eurem Snowboard. Okay, komm nochmal. Ein Trick. Ha. Okay, bleib bei mir. Come on. Yes. Und einmal noch. Lösen. Mega gut. Wir sind wieder unten am Berg. Letzte Runde fahren wir noch einmal hoch, weil es so viel Spaß gemacht hat. Also, Snowboard abschnallen. Okay. In den Sessellift packen. Setzt euch hin. Fahren nochmal eine Runde auf dem Berg hoch, okay? Gemütlich im Sessellift. So, hier sind wir. Ihr atmet gleichmäßig und lehnt euch zurück. Ganz cool hier. So, Schultern tief, Wirbelsäule ist gerade. Geht's euch gut, Kiddies? Hey, ihr könnt mir super, super gerne nachher mal einen Kommentar hinterlassen, wie euch das Training hier gefallen hat, was ihr besonders cool fandet, was vielleicht nicht so cool interessiert mich. Okay. Die letzten Meter, wir sind oben, ihr wisst, was kommt. Es wird mal wieder ein bisschen anstrengend, kommt hoch. Schnappt euch euer Snowboard, rein mit den Füßen, erstmal. Gemütlich hinstellen im Brett, Popo nach hinten. Und wir fahren tief hier, Arme lang. Sehr gut. Den Berg hinab, auf dem Snowboard. Okay, haltet hier. So, komm, Popo bleibt tief. Schau mal, Sonne kommt raus. Perfekt. Besser kann es nicht sein, oder? Bleib bei mir. Schiebt hier. Sehr gut. Wie viele Meter haben wir noch? 4 mehr. Rücken bleibt immer gerade und ihr seid schön hinten mit dem Popo. Und locker. So. Wir sind hier ganz locker. Wir drehen uns einmal, okay? Im Brett. So. Andere Seite ist jetzt gleich dran. Wir schieben nochmal den Popo tief und Anfahrt. Yes, push hier. Sehr gut. Ihr bleibt tief und ihr presst euer Snowboard nach unten. Atmet ganz gleichmäßig. Sehr gut. Arme nochmal lang. Okay, Abfahrt. Auf unserem Snowboard. Da, bleibt hier die letzten Meter angekommen. Nur noch. 4, 3, 2, kommt mal hoch. So, ganz locker. Wir gehen wieder in den Border Park. Machen wir ein paar 180s. Ihr wisst, was das ist? 180 ist dieser Jump, den wir gerade gemacht haben. Okay, das ist ein 180. Den machen wir auf mein Kommando. So, jetzt heben die Füße ab. Okay, dein Trick. Okay, nochmal. 180 now. Okay, gut. Jetzt dreh dich. Bleib hier. Dreh dich. Komm auf dein Snowboard. Jetzt. Knie bleiben leicht gebeugt. Jetzt. Ihr habt es gleich geschafft. Jetzt. Jawohl. Ein 180 noch. Richtig gut. Und ihr habt es geschafft. Zwei Runden auf dem Snowboard. Bleibt in Bewegung. Wir machen noch einen kleinen Cooldown zum Ende dieser Stunde. Bleibt dabei. Braucht ihr... So. Wir sind hier ganz locker im Marching. Wieder so ein kleines Laufen. Wir nehmen das Brett wieder auf die Seite, auf den Arm. Sag mal, Tauberg. Okay, wir laufen wieder Richtung heimwärts. Unser Brett, unsere Skier auf der Schulter. Atmet ganz gleichmäßig. Und marscht hier erstmal. Marching heißt, ja, so ein Stampfen kleines, okay? So, wir sind wieder am Auto angekommen in Schnee. Machen uns hier mal lang. Sehr gut. Und gehen uns hier zur Seite. Macht euch ganz lang in der linken Seite Arm lang. Richtig gut. 4, 3, 2. Und macht die andere Seite hier. Mach dich lang. Halte hier. Atme gleichmäßig. Noch 4 mehr.
Drei noch. Zwei noch. Komm mal nach vorne und schieb mal beide Hände zu mir, deine Handinnenflächen. Zeigen nach vorne, mach mal deinen Rücken schon mal ganz lang. Hier siehst du es mal von der Seite. Runder Rücken. Atmet gleichmäßig. Gut. Streckt euch mal weit über Kopf. Ah, macht euch mal lang nach oben. Abwechselnd hier lang schieben. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Und dann kommt ihr mit den Händen mal tief. Und rollt euch mal nach vorne. Lasst die Knie mal lang. Lasst euch hier mal hängen. Schultern locker, ganz locker aushängen. Atmet. Vier, drei, zwei. Und wir rollen uns mal langsam wieder nach oben. So, atmet noch mal tief ein, zirkeln die Arme über Kopf. Ausatmen, komm tief. Einmal noch hochzirkeln. Und dann gebt ihr mal ein ganz dickes High Five. Tschack. Und ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier bei Bellycon Live. Macht's gut, Kiddies. Bye, bye, eure Julia.